Liebe Annette, warum braucht man denn eine Creative Thinking Vorlesung im Informatik-Bachelor? Liebe Jacqueline, weil das Leben ist. Es gibt eigentlich, glaube ich, keinen Moment in unserem Leben, wo wir nicht kreativ sind. Und im Bachelor, um den es hier geht, ist es besonders essentiell, strategisch kreativ zu sein. Denn das Ziel ist, erfolgreich zu sein. Und dafür vermitteln wir in diesem Fach die Fähigkeiten, strategisch ranzugehen, Methoden zu kennen, sich selbst zu kennen, um im Beruflichen generell, bei der Erstellung von Software und im Leben links und rechts erfolgreich zu sein. Wie lehrt man denn Creative Thinking? Und gab es eigentlich Schwierigkeiten im Online-Modus bei Vorlesungen? Du weißt ja, die Lehrveranstaltung fing mitten in der Pandemie an. Das heißt, ich habe zweimal online unterrichtet. Wie lehrt man Creative Thinking? Mir ist besonders wichtig, den eigenen kreativen Biorhythmus zu kennen. Das ist schon mal ein großer Teil des Erfolgs oder des Misserfolgs. Dann das Herangehen und die Methoden zu kennen. Das wird eingeführt und dann wird ausprobiert. Ich musste selber kreativ sein, weil ich hatte vor der Pandemie genau einen Termin hier in Krems, hernach dann 2 Jahre online. Und ich bin super dankbar, dass es intelligente Whiteboards gibt. Und ich bin super dankbar, dass die Studierenden tapfer mitgearbeitet haben. Und erstaunlicherweise im Nachblick dieser 2 Jahre glaube ich, dass das nahezu gleichwertig mit Präsenzlehrveranstaltungen war. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie macht man denn eine Abschlussprüfung für so ein Fach? Die Abschlussprüfung ist ein Creative-Meisterstück. In einem Hackathon wird eine App erstellt. Sie wird nicht programmiert, denn hier liegt der Fokus auf allem, was davor kommt, im Design Thinking. Was ist die Situation? Was sind die Beteiligten? Was sind Risiken, Chancen? Was ist daraus folgend mein smartes Ziel? Welche Ideen finde ich? Wie wähle ich sie aus? Welchen Prototyp für die App simuliere ich? Welchen Prototyp für den Prozess simuliere ich? Und wie würde ich das testen? Das heißt, wirklich in der Praxis, und zwar in der Berufspraxis, alles Vermittelte anwenden und das auch noch auf eine hoffentlich interessante Art und Weise. Und bisher waren alle 3 Hackathons sehr interessant. Jetzt bist du ja hier als Lektorin an der FH Krems. Und was machst du denn außerdem noch? Alles, was damit im Zusammenhang steht, Fachwissen wirksam zu machen. Sei es didaktische Reduktion von Inhalten, sei es visuelle Aufbereitung, sei es Wissenstransfer. Natürlich ist das in heutigen Zeiten immer verbunden mit Digitalisierung. Jedoch komme ich stärker aus der Sicht des Umgangs mit Fachwissen. Was kann man da Gutes tun? Was kann gefährlich sein? Und ich versuche, beides einzubringen. Also diese Fachwissen-Umgangskomponente und die damit einhergehende IT-Komponente. Heißt das, du bist selbstständig? Ja, ich bin selbstständig. Und zwar in 3 Bereichen. Projekte, Workshops und Lehre. Was Synergien mit sich bringt, denn ich treibe mich selbst immer voran oder die Studierenden treiben mich voran und ich muss das, was ich predige, auch beweisen in Projekten. Meine letzte Frage, wie hast du deinen Weg hierher an die FH Krems gefunden? Ich unterrichte seit 14 Jahren in österreichischen Fachhochschulen und mache auch viele Workshops an Tagen der Lehre. Und da hat mich das ein oder andere Mal jemand aus Krems gesehen und ich wurde empfohlen. Wie lehrst du Creative Thinking? Auf dreierlei Weise. Und zwar das eine ist, den kreativen Biorhythmus zu kennen. Je besser man ihn kennt und ausnutzt, umso erfolgreicher kann man kreativ sein. Das heißt, ich führe dazu alles ein. Ich führe alles zum Herangehen ein und zu Methoden. Und dann kommt durchgängige Praxis. Das heißt, das müsste eigentlich so aussehen, denn von Anfang an probieren wir Dinge aus. Von Anfang an ist klar, dass es einen Abschluss gibt, wo alles ausprobiert wird.
Und ich bringe auch meine Erfahrungen je Schritt des kreativen Denkens ein. Mit dieser Zusammensetzung hoffe ich, viel zu geben und das auch zu üben, damit es nachhaltiger wird. Liebe Annette, danke, dass du dir Zeit genommen hast und diese tollen Einblicke mit uns geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie wichtig dieses Fach auch für euer Berufsleben ist.